Herzlich willkommen zurück in Costume Quest. Wir befinden uns gerade in einem Kampf, weil ich vergessen habe, mein Mikro wieder zu entmuten, was ziemlich blöd von mir war. Aber immerhin dachte ich jetzt dran, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Costume Quest übrigens ist nicht so das Spiel, wo man sagen kann, okay, ich stecke mir kurz was zum Trinken ein. Weil mein Hals ziemlich trocken ist, was blöd ist und mir nicht so gut gefällt. Auf jeden Fall, im letzten Part haben wir rausgestellt, dass die Grubbins, so glaube ich heißen, auch hier im Einkaufszentrum sind. Wir vertreiben sie. Weil wir sind cool. So. Der Raketenhagel. Hilft jetzt böse Schaden. Und wir haben unter anderem auch festgestellt, dass wir noch ein Party-Member bekommen können. Glaube ich mal. Weil für den einen Wettbewerb müssen wir zu dritt sein und wir sind aktuell nur zu zweit. So. Sekunde. So. Ab und zu mal husten, weil meine Stimme gerade ein bisschen kaputt geht. Weil mein Hals trocken wird, was ziemlich blöd ist. Auf eine Kiste und ich komme nicht ran, das ist gemein. Ach, muss trinken wie... Muss ein Wassereimer wahrscheinlich nehme ich aufstellen, damit ich dauerhaft trinken kann, so mit Strohhalm und so. Ist ja cool. Warum keine Flipflops? Das ist ein interessanter Name für einen Laden. Auf jeden Fall, was ich jetzt in Minecraft angesprochen habe, aber was natürlich noch nicht in oben ist, da ich es erst nach dem Finale von Sonic hochladen wollte, was heute erst online kam. Jetzt wisst ihr auch, wann ich aufnehme. Ich habe jetzt eine externe Festplatte am PC. Geschenkt vom wunderbaren Tespi, aka Mark. Und mit der, was ein Terabyte Platz ist, werde ich jetzt einfach so viel aufnehmen, wie ich Lust habe. Und ich muss nicht mehr auf die Begrenzung meiner Festplatte achten. Sprich, ich kann nicht so viel Custom Quest aufnehmen, wie ich lustig bin. Du kannst dann schön in Folgen sortieren. Du kannst auch 3 Stunden am Stück aufnehmen. So, finde ich zuerst. Der Markus könnte mich am meisten nerven. Also der schwarze Markus. Show! Der könnte mich vielleicht am meisten nerven. Cool, 12 Brandschaden und deswegen will ich natürlich als erstes wegmachen, damit der blöde Brandschaden nicht überhand nimmt. Und ja, kriegt 12 Brandschaden, 9 heilen wir uns durch den Vampir. Ist ziemlich gut. Jetzt hat er ein Schutzschild, jetzt lohnt sich nicht wirklich ihn anzugreifen, das ist blöd. Deswegen werde ich auch den Raketenhagel rauszögern, bis mein scheiß Schutzschild weg ist. Dann tut es nämlich noch mehr weh. Jetzt weiß ich, was die meinten, als ich gelesen habe. Ja, die Kämpfe sind ein bisschen zu einfach. Weil mit den Stickern geht's noch. Ich würde eigentlich die Raketen auch aufheben, aber anscheinend. Spontanes Umentscheiden. Ne. Ich bin ein Fall. Auf jeden Fall, Gott sei Dank, stirbt der Grenadier jetzt im nächsten Zug, weil er Verbrennungsschaden bekommt. Was ich wunderbar finde. Spaße! Oh, verpasst. Macht das ihm genug Schaden. Wir kommen auch bald wieder ein Level up. Ja. Noch ein Kampf und wir bekommen unser Level up. Ich glaube, hier oben hat nur noch... Wie viele Laden haben noch offen? Husky Baby. Okay. Halloween im Einkaufszentrum. War meine Idee. Ja, ist klar, Kollege. Natürlich war das deine Idee. So. Auf keinen Fall. Absolut niemand hoch. Pablo oder Derek erlauben es. Wer ist Pablo und oder Derek?
Ich glaube, ich habe jetzt überall ausgeräumt. Was ein guter Anfang ist. Für mich. Persönlich. War gut. Niemand, Pablo Derek. Jetzt nur Erfahrene. Was, den ganzen Abend lang Monster gejagt? Wir haben den Monster erfunden! Wirklich? Dann sagt uns eure Hörner. Unsere Wes. Bringt uns, sagen wir, drei Monster hin, dann lassen wir mich hoch. Gut, wie auch immer, wir kämpfen sie so oder so. Ninja halten sich fest, das ist so cool. Welche Hörner? Ich glaube, ich habe keine Gegner mehr. Also ich darf zwischen den Arealen Backtracking betreiben. Was dann praktisch wäre in dem Fall. Ich glaube, ich habe doch alles besiegt, was hier Beine hat, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, ja. Ja. Gut, dann. Hinter war noch ein Geheimgang. Entschuldige, bin ich im Weg? Ich untersuche die, nur die geheimnisvolle Fehlfunktion dieser Zentrumsbahn. Das ist kein Geheimnis, das liegt an den Monstern. Also, ich bin Wissenschaftlerin! Daher glaube ich nicht an Fantasiegeschöpfe! Diese Monster sind ebenfalls eine unbekannte Art aus einer fernen Galaxie, die durch absolut wissenschaftliches Wummlicht durch die Raumzeit hierher gereist sind. Sie sind magisch. Keine Zeit für Diskussion. Die Monster haben meine Schwester entführt und wir wollen sie zurückhaben. Darf ich vorschlagen, dass wir unsere Kräfte der Fantasie und der Wissenschaft vereinen, um sie zu bekämpfen? Du meinst eine Partnerschaft? Eine Partnerschaft? Kann ich diese Jogginghose... Für diese kostet die Jogginghose ein Kostüm haben? Klo. Yay, wir haben unser dritter Party-Member! Und ihr wisst jetzt, was meine erste Amtshandlung ist! Kostüm! Party! Hi, ich will am Wettbewerb teilnehmen. Ich glaube, ich habe sogar die drei richtigen. Hi! Willkommen zum Kostümwettbewerb im 1% von Autumn Haven. Ihr kommt gerade, möchte ich hier mitmachen? Ihr könnt ein neues und absolut cooles Kostüm aus der gewinnen. Was müssen wir dafür tun? Seid einfach ihr selbst. Und ganz unter uns, ihr könntet im Kostümwettbewerb mit Namen vorsagen, wenn er mit der Schere spricht. Ihr könnt sie einen orangenen Mäntel erkennen. Wenn ihr bereit für die Wertung seid, dann sprecht mich nochmal an. Orangene Mäntel. Hola amigos, ich bin Mr. Medusa. Alles Kostüm, die ich bisher gesehen habe, war dann eindeutig wenig altmodisch. Ich fände es klasse, wieder Hightech zu sehen. Der Roboter. Ich bin Frau Kim. Das Kostüm ist hübsch, aber dieses Kostüm ist schon ein bisschen lang tiefer. Wenn ich vielleicht etwas mehr Informatives sehen könnte. Was hätte Informationen? Ich habe ja noch den Roboter, also den Space Marine quasi im Zweifelsfall. Ja, ich bin Frau Beckley. Ritterliche Ehre, okay. Information, Ritterlichkeit und Ehre. Also haben wir den Roboter, Lady Liberty und... Ja. Apropos Lady Liberty. Everett, ihr zwei tauscht mal die... Du gehst da drauf. Und Lucy, du gehst bitte... Ja, das passt eigentlich. Aber für den Kostümwettbewerb brauchen wir erstmal den Roboter, dann brauchen wir den Ritter und die Lady. Okay. Du ohne? Wir versuchen's. Seid ihr bereit für den Wettbewerb? Bitte heißt unsere nächste Teilgräbergruppe willkommen. Wir nennen sie Urban Spines Monsterjäger. War das beeindruckend, ein völlig neues Wort, um dieses Kostüm zu beschreiben? Majestatisch! Mon bien! Hervorragend! Wir hatten alle drei richtigen. Wir sind bereit, die Sieger unserer Gruppenkategorie zu verkünden. Der Hauptpreis geht an Urban Pines Monsterjäger. Das Einhorn. 300 EP! Okay, du bleibst beim Roboter. Das passt mir persönlich. Aber du nimmst mal den da und du nimmst die Lady Liberty. Somit haben wir zwei Angreifer und eine Heilerin. Und wir haben ein neues, cooles Kostüm, ist, da bekommen das Einhorn. Wenn wir jetzt Materialien dafür noch irgendwo finden würden, wäre es ganz cool. Aber ich denke mal, dem kommen wir auf den Weg.
Wo sind wir hier? Ah. Hallo? Funkelnder Stoff. Ist bestimmt für das Einhorn gedacht. Bestimmt gibt es noch mehr Wege in der Kanalisation, die so praktisch sind. Okay, da ist es unseren Helden zu dunkel. Deswegen nimmst du jetzt mal das hier. Okay, noch ist es nicht so dunkel, aber ist ja fast schon egal, wer was hat von den beiden Jungs. Beobachtung, nicht menschliches Wesen. Geräusche voraus. Monster? Und Drosilla, kannst du verstehen, was sie sagen? Du hast mich schon mal enttäuscht, Bojan. Hätte ich gar nicht erst eine zweite Chance geben sollen? Nein. Beeil dich einfach mit den Süßigkeiten, okay? Ich gehe zurück zum Riesenfund und achte darauf, dass Metzgel nicht hinter dem Lenkrad einschleift. Und diese Monster benutzen eine, die Zeit drum sparen, um die Schwierigkeiten zu transportieren. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Strecke räumen. Hi, wir sind zu dritt. Was denn? Hast du das gehört? Ja, das reicht, wenn ich jetzt für einen für alle Mal. Ich habe Lucy keinen Sticker gegeben. Ich habe das komplett vergessen, dass die auch noch einen Sticker braucht. Und Everett kann jetzt auch einen Angriffssticker nehmen. Upsi! Mein Vorteil ist es halt mit dieser Kostümkombination, ich habe zwei starke Angriffe drin, nämlich der Meteorhaken und der Raketennagel. Das sind beides recht starke Moves. Ah, mit der Lawine heißt das Skill. 140! Ein Level-Up sein. Ich möchte drin gerne noch ein wenig rumlaufen zu Fuß. Aber jetzt muss ich erstmal an was ganz Wichtiges denken. Wie kam ich ans Questlog? Ach so, Kampfmarken. So, Everett, du kriegst jetzt eine neue... Erhöhte Angriffskraft. Wolfzorn. Was hast du? Starke erhöhte Angriffskraft? Erhöhte gerade Schaden. Ei im Gesicht. Danke. Erhöhte Gesundheitspunkte. Nee. Für die Chance, feindlichen Angriffen auszuweichen. Gegenangriff bei erfolgreicher Verteidigung. Verängstigen. Einäugige Pflegermaus kriegt dann Lucy, weil sie ist unsere Heilerin. Und das passt meiner Meinung nach gut. Wunderbar, jetzt hat jeder einen Sticker. Hi. Was? Sie funktioniert wieder. Wie habt ihr das gemacht, Kinder? Die Monster haben das Süß, ob sie für uns Süßigkeitenraub benutzt. Monster, der ist gut. Was ihr mir getan habt, jetzt läuft ihr einmal frei. Bring an Bord, wann immer ihr wollt. Und ich habe ein paar Ersatzteile übrig. Vielleicht könnt ihr sie ja für Kostüme gebrauchen. Mein Gesicht spricht Bände. Lalalala. Oh, ich hab's gerade getauscht. Ich wusste gar nicht, dass ich sie hab. Upsi. Er fährt 200 DP.
Jetzt kaufe ich mir hier noch die letzte Marke. Einfach damit ich alle hab. Oh. Okay. Also ich glaube, das mit alles kaufen wird nix, ne? Übrigens würdet ihr beide mal bitten die Kostüme tauschen, das wäre cool. Einfach zum Erforschen. Schauen wir mal, ob wir jetzt nach oben können. Also ganz nach oben. Anscheinend macht ihr Fortschritte, aber ihr habt noch einiges vor euch. Ich habe keine Gegner mehr zum Besiegen, das ist mein Hauptproblem. Gerade hier. Okay, fahren wir mal mit der Bahn, ne? Na, habt ihr noch ein paar Monster draußen gesehen? Ah, ja, das sind überall. Lustige Kinder. Was ist denn das? Hier ist es offen. Oh, könnte das eine Falle sein? Weiß nicht, spring doch mal rein. Spring du doch. Das kann nicht so funktionieren. Was ist da drin? Gibt's auch noch was zu erkunden? Ihr dürft mal wieder die Kostüme tauschen, Kollegis. Ach, da war ich schon, okay. Was mich jetzt mal interessieren würde... Status. Also die ATKs von allen sind gleich. Nur? Gibt es Kostüm vom Roboter noch auch dazu? Sprich, Reynold war eigentlich besser damit. Ja, wie blätter ich eigentlich hier um? Ah, da musste... Da fehlt mir nur noch, dass ich weiß, was es ist. Da habe ich schon... Da fehlt mir nur noch eins, dann habe ich es zusammen. Ja, also ich muss nur noch wissen, was das ist. Die Frage ist, wie finde ich es raus? Ich hoffe, dass man ein bisschen Backtracking machen kann, ansonsten habe ich das Kostüm nämlich nicht. Urban Pines. Kann ich jetzt zurück? Das war ziemlich schräg. Und praktisch. Die Repugianer haben sie wohl verwendet, um schneller umherzureisen. Oh, das will nicht mehr stinken. Ah, ich habe ein Schnellreisesystem. Wie wunderbar. Das freut mich. Ach, und hier kann ich noch mal Gegner verhauen? Also ich kann nachleveln? Das ist cool. Sprich, ich könnte hier rein theoretisch leveln. Zu früh. Mal schauen, wie viel EP das hier gibt. Vielleicht mache ich das dann offscreen. 1, 2. Also
Was, wenn alle Crobbins wieder leben? Kann ich problemlos leveln. Das ist äußerst praktisch. Haha. Machen wir einfach mal ein paar Gegner kaputt. Ein HP. Lohnt sich fast schon nicht da drauf. Möchte ich ja so die Hörner zusammen. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, so nach dem Motto, ja, du brauchst ja die Hörner, um weiterzukommen. Ich habe mal gerne ausprobieren würde, wenn die stark erhöhten HP auf Lucy am besten. Vielleicht rüste ich hier die Kampfmarke jetzt sogar noch aus. Ich gehe mal zurück zum Einkaufszentrum und schaue, ob es reicht, dass ich jetzt quasi drei Crobbins verprügelt habe. Aber immerhin haben wir jetzt ein Teleportsystem. Was auch immer wir davon haben. Ach, wir können es auch in andere Winkel. Hi, grüß dich. Sehr praktisch zu wissen. Was, wenn man ein Areal verlässt, ist die Gegner respawnen. So kann ich ja tatsächlich meine drei Hörner sammeln. Ich hoffe übrigens für die unser selbst, also für die kleinen Crobbins, dass diese hier mehr EP, mehr wesentlich mehr XP bringen als die großen, also als die kleinen. Ansonsten gehe ich die kleinen abfarmen. Ding. Kampfmusik ist auch cool. Ja, es war egal, dass er noch, glaube ich, 2 HP gehabt, wenn es hochkommt. Ich habe es auf einen Raketenangriff. 116! Dann gibt mir eine Meteorlawine. Wunderbar. Fundehörner 1 und 3. Erklärt so einiges. Hoffentlich gibt es ja noch 2 Hörner-Deppen. Nee. Gar keinen sogar. Nicht so wunderbar. Da muss ich noch rein. Die Frage ist wie. Weil ich hier in Autumn Haven noch nicht fertig bin, merkt man daran, dass es sonst nirgendwo weitergeht. Aber ich brauche die Hörner. Meine Hauptfrage ist also, wo treiben die Hörnerdeppen sich rum? Wenn ich 3 brauche? Ah, noch eine. Wunderbar. Nächster Angriff. Super, diesmal ging tatsächlich einer in der ersten Runde weg. Das hat mich erst gefreut. Ich drücke sogar noch gerade auf den mit mehr HP an, was auch irgendwie unlogisch ist. Aber naja.
Fahrgast und vielleicht sogar noch ein viertes Mitglied kriege, oder ich jetzt bei drei bleibe. Ja, ich meine, der Kampfscreen sieht mit drei jetzt schon ziemlich voll aus. Deswegen denke ich nicht, dass da noch ein dritter dazu kommt. Also ein vierter meine ich natürlich. Das ist irgendwie blöd, ist, wenn da noch einer dabei wäre. ...1550! Das sind glaube ich 300 mehr. Vielleicht treibt sich hier noch ein Horn hier rum. Okay. Frage hat sich erledigt. Da ist unser Honey Honey Horn Man. Lord Hornus. Okay, der Grubbenzauberer ist der nächste. Also es gibt Probox und Grubbens. Robux sind wahrscheinlich die großen, also allgemein, und die Grubbins sind dann die ganz kleinen. Die Frage ist halt, ob das eine und dieselbe Rasse sind. Das ist auch ein sehr interessantes Rollenspielaspekt. Dass wir zuerst alle unseren Move machen und dann machen sie ihren Move. Wir haben quasi Priorität. Auch finde ich den weißen Rahmen sehr schön zwischen den Angriffen. Und es gegen Süßigkeiten explodieren. Und nicht wie in anderen Spielen einfach so explodieren. Derek oder Pablo? Ich weiß noch nicht, mit wem ich lieber sprechen möchte. Wer von euch ist Derek? Jetzt das dritte Monsterhorn. Wow, ihr habt keinen Scherz gemacht. Ihr seid wirklich Monsterjäger. Das ist Quatsch. Wir hatten uns selbst. Das ist doch. Doch. Wir halten uns doch selbst von ihnen fern. Und ihnen die Hörner zu nehmen ist irgendwie grausam. Wir hätten nicht gedacht, dass er das wirklich macht. Egal, viel Spaß da oben. Lass dein Monsterjäger abzeichnen und du kannst Schlüssel 2 der Tasche angasteln, um selbst Smart Kommando helfen könnte. Ihr nehmt das. Wow, ich nehme alles zurück, was ich über Ninjas gesagt habe. Was, und was hast du über Ninjas gesagt? Nichts, einfach so auf cool zu machen. Wow. Vielleicht war das das Kostüm, was wir noch nicht fertig hatten. Okay, jetzt haben wir hier einen Ninja. Dann machst du den Robot. Und du, weil es gerade passt, noch einen Angreifer mehr. Das war das Kostüm, was wir schon fertig hatten. Fokus, Angriff, Typ, Nahkampf. Kampffähigkeiten gibt es zu, einen Umhang, eine Rauchbombe. Ja, Erkundungsfähigkeit, Schleichen. Ich weiche durch Kostüm, der Ninja. Wird mir bestimmt auch gefallen. Da. Schleichen? Fällt es mir vielleicht so leicht, in den Hinterhalt zu landen? Der Ninja ist cool. Gucken wir uns mal seinen Schaden an. 117 so! Das ist stark. Also ich komme in diesen Runden ganz okay ohne Heiler klar, deswegen nehme ich erstmal einen Heiler, wenn ich wirklich wieder einen brauche. Au. Bosskämpfen. Aber der Ninja gefällt mir jetzt schon sehr gut. Sehr gut. Geh nicht immer auf meinen Ninja, dass er noch seine Rauchbombe machen. So, Rauchbombe. Auf dich selbst. Wahrscheinlich kann jetzt einfach nicht mal angegriffen werden. Solange die hält. Thank you.
Yeah, er weicht immer aus. Derzeit, das ist sehr gut. Ich muss nur auf meinen Linier aufpassen. Vielleicht wenn ich einen Bosskämpfer einsetze, soll ich ihn vielleicht mit einem Ritter und einem Heiler kombinieren. Weil so viel hält er jetzt nicht gerade aus. Er hat weniger HP als der Rest. Aber ist dafür stylisch. Und zwar extrem stylisch. Also du musst Fledermäuse drauf, das ist eine Batman-Tasche. Ein Batman. Gut, Schleichen macht Spaß. Ist trotzdem kacke dunkel. Ich kann mich jetzt an jeden Gegner anschleichen. Grenadier oder Schläger? Ich glaube, der Grenadier tut mehr weh. Ich könnte noch eine dritte Angriffsmarke gebrauchen. Einfach damit, au. Einfach damit ich quasi den Ninja noch stärker machen kann. Dann kriegt Everett mit seinem Robot die nächste. Also, quasi, wenn jetzt die nächste heißen würde, erhöht die Angriffskraft super stark. Dann würde ich Reynold die super starke geben. Dann Everett die starke, sehr starke. Ja. So sieht dann die normale. Muss mal gucken, wer eigentlich technisch gesehen, ob die Werte Unterschied haben, dass also eine standardmäßig einen höheren Angriff hat als jemand anders. Das wäre sogar jetzt, was ich jetzt machen könnte. Status. Hat einer von euch standardmäßig einen höheren Angriff? Nee, aber du kriegst nicht ab bis 15. Aber minus 14 Gesundheitspunkte. Du kriegst plus 8 auf den Robot mit dem plus 10. Also es hat was mit den Kostümen, mit dem Kampfmarken zu tun. Was ich jetzt so ausprobieren möchte, ist, was sehr stark erhöhte GP bedeutet. Erhöhte GP, stark erhöhte GP. Habe ich mich noch was anderes gekauft, was GP erhöht? Wir können zwei Leute. Nein? Fragen. Gucken wir mal. 68 Gesundheitspunkte. Das ist viel. Wenn ich zum Heiler ausstatte, lebt der Heiler somit am längsten. Was auch der Sinn der Sache ist. Wieso laufen da eigentlich alle in Bademänteln rum? Wieso ist die Kampfmusik jetzt leiser als das Spiel? Dankeschön, ich dachte schon. Übrigens 204 HP. Das ist viel. Nee, zu spät sogar. Jetzt früh! Das ist eigentlich egal, der Schaden bleibt trotzdem. Oh, ungeblockt wird das garantiert der Untergang für meinen Ninja-Meister. Ich werde jetzt Lucy mal jetzt die verschiedenen Sachen ausprobieren. Dürfte ihr mal auch eine Fähigkeit geben. Durch Kampfmarken. Genau das mache ich jetzt. Irgendeine Fähigkeit. Erhöhter kritischer Schaden? Nö. Verängstigen? Nö. Gift, Langzeitschaden? Nee. Ja, Kürbisfleisch. Probieren wir das aus. Einfach rumprobieren. Was will man sonst machen? Stimmt, ich muss auch noch kleine Kinder suchen. Ist übrigens cool, wie man Reynold fast gar nicht sieht. Beispiel hier, suche Reynold. Selbst ohne Tarnung siehst du ihn kaum.
Ich mag das Ninja-Kostüm. Lila, Halloween-Karte. Ja, brauchst du. Bitteschön, ja. Ich will die EP. Das ganze Rumgetausche finde ich jetzt nicht so interessant. Und so fast schon wieder ein Level-Up. Das heißt, der Ninja wird noch stärker. Ich freue mich schon auf diesen Moment, wenn der Ninja noch stärker wird. Das wird lustig. TX11, okay. Tut mir leid, Voice Management. Und wieder ist die Musik ein bisschen zu leise. Aber die kommt bestimmt jetzt. Da ist doch eine Marke ausgerüstet. Das konnte ich nicht. Oh. Anscheinend heißt der Kürbis, ich mache noch an benachbarten Gegnern Schaden. Könnte auch ganz praktisch sein. Trotzdem werde ich in der nächsten Runde was anderes ausprobieren. Yep! Gegner kriegen noch so eine Art Streifschaden, könnte man sagen. Also für das sie gerade in der Nähe standen, kriegen sie noch eine drauf. Ja, yeah, mein super getarnter Roboter. Der überhaupt nicht auffällt. Bah. Müsste jetzt wieder ein Level-Up für uns geben. Das heißt, der Ninja macht noch mehr Schaden. Ja. So, Kampfmarken. Oh je. Hast du nicht von irgendwas mit 121 gehabt? Keine Ahnung. Was können wir noch ausprobieren? Gegenangriff war erfolgreiche Verteidigung. Nö. Bietet Angriff, fand ich. Ausstellbar, ich erhöhte Gebiet.